Anton und Beate waren gute Bekannte in Studienzeiten. Danach trennten sich ihre Wege und der Kontakt ging verloren. Anton, inzwischen Diplom-Ingenieur für Hochbau, kauft fürs Wochenende ein. Unerwartet trifft er auf Beate in der Fußgängerzone. Was werden sie sich wohl alles zu erzählen haben? Hallo Beate. Mensch, schön dich zu sehen. Wie geht's dir denn? Ja, du, mir geht's gut. Ich bin wieder im Lande. Ich arbeite hier als Wissenschaftlerin, habe eine Stelle am Max-Planck-Institut. Mir geht's gut. Ich habe viel Arbeit. Und wie geht's dir? Ja, prima. Mein Ingenieurbüro läuft auch sehr gut. Das Einzige, wo ich mir Sorgen mache, ist um meine Kinder. Oh, du liebe Zeit, ist denn irgendwas passiert? Nein, noch nichts. Wenn es aber mit dem Klimawandel so weitergeht, also immer wärmer, immer mehr CO2 in der Luft, immer schlimmere Unwetter, schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel und so weiter und so weiter, kennt man ja mittlerweile, ja, dann mache ich mir schon Sorgen. Aber Moment, du bist jetzt ja am Max-Planck-Institut. Du hast doch damals Physik studiert. Ja, das stimmt. Und jetzt bin ich in der Geophysik gelandet. Ja super, dann bist du ja Expertin auf dem Gebiet. Nun, wie gefährlich ist denn der Klimawandel? Und wie viel Zeit bleibt uns noch? Also ich informiere mich zwar gut über Zeitung und Fernsehen, aber ich habe viel zu wenig Zeit, um mich wirklich detailliert und tief mit dem Thema näher zu beschäftigen. Also Anton, wenn du wirklich ordentliche Informationen willst, dann braucht's ein bisschen Zeit. Du, ich bin mit dem Einkaufen fertig und habe zufällig auch mein Notebook dabei. Mit meinem Mann und den Kindern bin ich erst in 1,5 Stunden verabredet und da könnten wir doch ins Café gehen. Du, da drüben ist eins. Ja, super. Dann lade ich dich zum Kaffee ein und du erklärst mir das mit dem Klimawandel. Bin wirklich sehr gespannt. Nach ein paar Worten über die Familien und alte Bekannte kommt Anton zur Sache. Also Beate, wie schlimm ist denn das jetzt mit dem Klimawandel? Woran denkst du denn zuerst, wenn du sagst, schlimm? Na, was ist denn zum Beispiel mit den Schäden durch Überschwemmungen und Tornados? Die nehmen ja zu und die Zeitung und das Fernsehen bringen es ja auch dauernd. Also, zuerst einmal verwechseln die meisten Leute Wetter mit Klima. Klima ist aber nur der statistische Mittelwert von Wetter über mindestens 30 Jahre. So definiert es die Wissenschaft. Oh, das wusste ich eigentlich auch noch nicht. Verstehe ich dich richtig, dass ein Klimawandel stattfand, wenn, sagen wir mal, es über mehr als 30 Jahre heftiger und häufiger gestürmt hat als früher? Genau so ist es. Ich zeige dir hier mal auf meinem Notebook ein Bild von einem Zyklon. Zyklone entstehen über ungewöhnlich warme Meerwasser in Tropen und Subtropen, bleiben aber meistens auf dem Meer. Wenn sie sich aber bis aufs Land bewegen, dann wird es richtig gefährlich. Und bevor es das Fernsehen gab, wusste kein Mensch, wenn wieder einmal ein Zyklon ein Dorf an der philippinischen Küste weggeblasen hat. Zyklone sind ein richtig gutes Beispiel, um den Unterschied von Wetter und Klima deutlich zu machen. Hier siehst du die Anzahl von Zyklonen um Australien herum ab 1969. In Rot sind die leichten und in Schwarz die schweren abgebildet. Ihre Zahl zappelt ziemlich, das siehst du. Und wenn du nun eine Gerade durch dieses Gezappel ziehst, du erinnerst dich, in der Mathematik war das eine lineare Regression, dann erkennst du, dass sie langfristig abnimmt. Die Trendgerade, das ist das Klima. Die Jahreswerte, das ist das Wetter. Ähnliche Grafiken gibt es auch für Zyklone im tropischen Atlantik, für Tornados in den USA und so weiter. Und was zeigen die? Die zeigen seit 1950 fast überall Abnahme oder Stillstand. Darüber berichten die Medien nicht. Zunehmende Sturmschäden, ja, das stimmt, aber nur deshalb, weil doch die Schadenswerte und nicht, weil die Stürme zunehmen. Den Versicherungen kommt der Klimawandel als Begründung für höhere Prämien natürlich sehr gelegen. Erstaunlich. Ich hatte das genaue Gegenteil vermutet. Schließlich behaupten das die Medien ja auch so oft. Aber wenn ich so überlege, ja, tatsächlich, nach dem schweren Tornado von 2005 in New Orleans blieb es dort bis heute ruhig. Und das ist über 11 Jahre her. Noch etwas Wichtiges. Ein globales Klima gibt es nicht. Es gibt nur Klimazonen von tropisch bis polar. Hier auf diesem Bild kann man das gut sehen. Die vielen Klimas der Erde, du kannst auch Klimate oder Klimata sagen, sind alle unterschiedlich, manchmal bis herunter zu relativ kleinen Entfernungen. Nimm zum Beispiel Teneriffa. Der Norden ist kühler und feuchter,
Der Süden von Teneriffa ist wärmer und trockener. Okay, Beate, verstehe ich. Aber wie soll nur das Klima schützen, um die Erde für die Überhitzung zu bewahren? Aber wie macht man das denn mit den Klimazonen? Welche Klimazone sollen wir denn zuerst schützen? Das ist eine gute Frage. Kein Klima in keiner Klimazone der Erde war jemals konstant. Und Klimaänderungen waren früher oft heftiger als heute. Konstantes Klima, was man ja mit Klimaschutz erreichen will, ist unmöglich. Man müsste dazu mit dem Schutz des Wetters anfangen. Deshalb leugnet auch niemand den Klimawandel. Medien beschimpfen aber Leute als Klimawandelleugner, die aus guten Gründen meinen, dass der Mensch mit Klimawandel nur unwesentlich zu tun hat. Ich zeig dir mal Bilder über Klimaänderungen, um dir zu zeigen, was die Natur so alles für uns bereithält. Hier ein Bild: Schwimmer in der Wüste. Es wurde entdeckt in Höhlen an der Grenze zwischen Ägypten und Libyen. Sie beweisen, dass vor 6.000 bis 10.000 Jahren vor unserer Zeit die Sahara sehr feucht war und dort ein völlig anderes Klima herrschte als heute. Heute wird gerne vergessen, dass nur eine ungewöhnlich starke Klimaerwärmung vor 4.500 Jahren die ersten Hochkulturen der Menschheit in Ägypten und Mesopotamien ermöglichte. Oder hier, die zugefrorene Themse in der kleinen Eiszeit des 17. Jahrhunderts. Besonders den holländischen Malern hatten damals die eisverzuckerten Landschaften es angetan. Diese Grafik hier sieht vielleicht langweilig aus, aber sie zeigt die Temperatur von Grönland über die vergangenen 8000 Jahre. Vor 8000 Jahren war es in Grönland im Mittel um 2,5 Grad Celsius wärmer als heute. Aber Beate, das ist doch alles andere als langweilig. Über die kleine Eiszeit habe ich sogar auch schon einmal gelesen. Damals war die ganze Ostsee zugefroren. Und das Eis war sogar so dick, dass die schwedischen Truppen mit ihren schweren Packwagen und Kanonen es überqueren konnten. Aber trotzdem, Beate, es geht doch nun um heute. Unsere Zeitung brachte kürzlich einen Artikel über den Weltklimarat der UN, du weißt schon, das IPCC. Das warnt vor dem menschengemachten Klimawandel. Was sagt es denn zu den heutigen Unwettern? Der Klimarat findet nichts. Wie nichts? Keine Extremwetterzunahmen durch das ansteigende menschengemachte CO2 in der Luft? Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, ist es. Das IPCC fasst die Fachliteratur zusammen und macht daraus wissenschaftliche Berichte. Extremwetteränderungen waren schon in drei bisherigen IPCC-Berichten wichtige Themen. Ergebnis jedes Mal? Nichts. Natürlich, wissenschaftlich ausgedrückt wird das dann mit keine robusten Trends, nicht signifikant beobachtet und so weiter. Am Ergebnis ist aber nichts herumzudeuteln. Ich zeig dir mal das Titelbild des jüngsten IPCC-Berichts AR5 vom Jahr 2013. Hier ist in Kapitel 2.6 und in der technischen Zusammenfassung erst jüngst wieder die detaillierte Extremwetter-Endwarnung des IPCC nachzulesen. Jetzt bin ich aber baff. Warum bringen die Medien das denn nicht? Weil die wissenschaftlichen IPCC-Berichte erstens unmenschlich lang sind, zweitens voller Fachbegriffe und dann auch noch in Englisch sind. Kein Journalist liest sowas. Schlechte Nachrichten verkaufen sich eben auch besser als gute, weshalb Chefredakteure Umweltkatastrophen lieben. Es gibt aber noch einen Grund. Journalisten sind überwiegend nicht neutral, sondern parteipolitisch bestimmt. Das beweist eine große in Spiegel Online veröffentlichte Umfrage. Ja, hier habe ich das auf meinem Notebook. So neigen nur 15% aller Journalisten dem bürgerlichen Lager zu. Und Grünlinks ist nun einmal der Vorkämpfer für Klimaschutz. Das erklärt tatsächlich einiges. Und warum hast du das wissenschaftlich der IPCC-Reports ebenso betont? Naja, weil es eben auch noch die leicht lesbaren und relativ kurzen IPCC-Berichte für Politiker gibt. In die schauen auch die Journalisten rein. Und jetzt, Anton, halt dich fest. An diesen Berichten für Politiker schreiben die jeweiligen Regierungen mit. Das ist doch so, als wenn Gänse an einem Buch über den Sinn des Weihnachtsbratens mitschreiben würden. In den Berichten des Weltklimarats für Politiker findest du daher nichts über Extremwetter-Entwarnung. So etwas ist politisch unerwünscht und die Medien richten sich danach. Ich bin echt erschüttert. Ja, das glaube ich dir.
Aber lassen wir erstmal die Medien und die Politik beiseite. Aber trotzdem, Beate, streitest du etwa ab, dass die Alpengletscher schmelzen? Ich meine, wenn es so weitergeht, hat der Rhein bald kein Wasser mehr, der deutsche Wintersport muss in die Antarktis auswandern, ja, und die Eisbären in der Arktis sind eh bald alle weg. Nur die Ruhe, Anton. Knut hat sich auch in extremen Warmzeiten pudelwohl gefühlt. So vor ungefähr 120.000 Jahren, als sich am Rhein sogar Flusspferde tummelten. Aber klar, die Alpengletscher schmelzen. Es ist die Wiedererwärmung nach der kleinen Eiszeit. Zuerst aber noch was zu den Größenordnungen. Mehr als 90% der gesamten Eismasse der Erde befinden sich in der Antarktis, 8% in Grönland und nur 2% außerhalb der Polarzonen. Das antarktische Gesamteis nimmt zu, wie es unter anderem eine NASA-Studie von 2015 belegt, denn die Antarktis kühlt sich ab. Umgekehrt aber schmilzt der grönländische Eispanzer. Dort wird es nämlich aktuell wärmer. Forscher sprechen von einer Klimaschaukel zwischen Nord- und Südpol. Das Schmelzen der Alpengletscher ist für die globale Eisbilanz jedenfalls völlig vernachlässigbar. Das ist dann wohl nur ein schwacher Trost für die alpinen Skiliftbetreiber. Also erleben die Gletscher am Süd- und Nordpol unterschiedliche Klimata. Und weiß man warum? Leider nein. Global gemittelt wird es seit der kleinen Eiszeit wärmer. Immer wieder unterbrochen von Zwischenabkühlungen, wie zum Beispiel in den 1970er Jahren, als Wissenschaftler sogar eine neue Eiszeit befürchteten. Hier, das Titelbild der Times dazu kann ich dir zeigen. Aber kommen wir doch noch einmal zu den Alpengletschern zurück. Wann ging es mit dem jüngsten Schmelzen los? Also die Alpengletscher fingen schon Mitte des 19. Jahrhunderts an zu schmelzen, als es noch gar kein menschgemachtes CO2 gab. Das damalige Jahrbuch des Deutschen Alpenvereins berichtet auch davon. Heute befürchtet man nur noch Nachteile der aktuellen Erwärmung. Gibt es die etwa nicht? Doch, aber nur wenige. Für die Menschen waren Warmzeiten immer günstig. Kaltzeiten kann man mit Missernten und Hungersnöten gleichsetzen. Die Vorteile der Erwärmung für Sibirien, Kanada und Nordeuropa, die werden von den Medien vergessen. Nämlich mehr Landwirtschaft und weniger Heizkosten. Jeder Klimawandel hat Verlierer und Gewinner. Verstehe. Wie immer hat also alles zwei Seiten. Noch eine letzte Frage zu den Alpengletschern. Weiß man, warum sie schon so früh schmolzen? Nein, es gibt nur Vermutungen. Die Gletschergeschichte der Alpen in den letzten 10.000 Jahren, die kennt man dagegen ganz gut. Immer wieder werden nämlich Baumreste über der heutigen Baumgrenze ausgegraben oder von tauenden Gletschern freigegeben. Hier auf dem Notebook siehst du mal zwei Funde. Ihre Datierung erfolgt mit der Radiokarbon-Methode. Davon hast du sicher auch schon gehört. Die letzten 10.000 Jahre war es in den Alpenhochlagen überwiegend wärmer als heute. So ist in der römischen Warmzeit Hannibal mit Elefanten problemlos über die Alpen marschiert. In der römischen Militärliteratur wurden aber niemals Gletscher erwähnt, obwohl römische Legionen sehr oft in die Alpen überquerten. Und was sagst du zum Grönlandgletscher? Du hast ja schon das Bild der Grönland-Temperaturen gesehen. Mit heute satten 2,6 Millionen Kubikkilometer Eisvolumen war der Grönland-Gletscher vor 8000 Jahren kaum kleiner als heute. Nach der kleinen Eiszeit ist es nun wieder wärmer geworden und der Grönland-Gletscher hat angefangen zu schmelzen. Ja, aber das hat doch mit einem rapide abschmelzenden Nordpol nichts zu tun. Warum schreiben die Medien das immer? Die haben wahrscheinlich keine Ahnung, denn den entscheidenden Unterschied zwischen Meereis und Gletschereis, den findest du nie erwähnt. Ja, Moment, aber Eis ist doch Eis. Was meinst du mit Unterschied? Naja, nicht ganz, Anton. Arktisches Meereis ist eine relativ dünne Decke, so von Zentimetern bis wenigen Metern. Es schmilzt im Sommer und friert im Winter zu, ist also ein reines Wetterphänomen. Seine Fläche schwankt um viele Millionen Quadratkilometer mit den Jahreszeiten. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es schon Winter, in denen es bis nach Island zugefroren war. Da konnten die Eisbären buchstäblich zu Fuß hinlaufen. Umgekehrt wurde die Nordostpassage in den warmen 1935er Jahren mehrfach von Schiffen durchfahren. Der Grönlandgletscher ist dagegen mehrere Kilometer dick und ändert sich maßgeblich, allenfalls in Zeiträumen von mehreren 10.000 Jahren. Hier zeige ich dir mal die riesigen Flächenveränderungen des arktischen Meereises mit der Jahreszeit. Schau dir mal die Differenz an zwischen Sommer und Winter. 12 Millionen Quadratkilometer, das ist 33 Mal die Fläche Deutschlands. Wow, ja, also jetzt habe ich den Unterschied auch verstanden.
Das erklärt die Medienbilder von abschmelzenden Nordpol jeden September, weil das Meer Eis dann die kleinste Ausdehnung hat. Hm. Also ist nur das Festlandeis auf Grönland und in der Antarktis klimarelevant? Im Grunde ja. Der grönländische Eispanzer hat ein Volumen von 2,6 Millionen Kubikkilometern. Da ändert sich auch über sehr lange Zeiten nicht viel. Was heißt nicht viel? Naja, selbst in der schon erwähnten extremen Warmzeit vor 120.000 Jahren war er nicht abgeschmolzen. Hier zeige ich dir mal ein Bild der zuständigen Kollegin aus Kopenhagen. Sie schreibt, dass in dieser extremen Warmzeit die Oberkante des grönländischen Eispanzers zwar deutlich unter der von heute lag, aber dass von einem vollständigen Abschmelzen keine Rede sein konnte. Dass man überhaupt noch Eiskernproben von vor 120.000 Jahren gewinnen kann, das beweist es doch. Danke, Beate. Das mit den Fischern habe ich jetzt verstanden. Wie ist es aber mit dem Meeresspiegelanstieg? Wie groß ist da die Gefahr? Also, das ist kein einfaches Thema, Anton. Die Erde ist schließlich keine Billardkugel, denn der Meeresspiegel variiert relativ zum Erdmittelpunkt um mehrere hundert Meter. Es gibt Bodenhebungen und Senkungen der Pegelmessstationen an den Küsten. Eine globale Meeresspiegeländerung hängt nicht nur von den Messwerten, sondern maßgebend auch noch von der verwendeten Berechnungsmethode ab. Man weiß immerhin, dass die extreme Eisschmelze ab Ende der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren den mittleren Meeresspiegel um grob 120 Meter erhöht hat. Hier zeige ich dir mal die Grafik dazu. Heute ist dieser Anstieg fast zum Stillstand gekommen. Seine jetzige Größe zuverlässig anzugeben, ist wirklich schwierig. Und was ist das Ergebnis? Die wohl gründlichste Fachstudie, die es gibt, ist von 2014 und sie wurde in Kooperation von drei Universitäten aus den USA und Israel erarbeitet. Sie gibt einen Anstieg zwischen 0,4 bis 1 mm pro Jahr für den global gemittelten Meeresspiegel an und bestätigt damit ältere Publikationen. Das Berechnungsverfahren ist im Detail publiziert. Hier zeige ich dir ein Bild aus dieser Studie. Die Punkte, die du siehst, die markieren die Pegelmessstationen. Ihre Farben zeigen die Tendenz. Rot für steigend, grün ist fallend und schwarz und gelb sind uneinheitlich. In dieser Studie wurden so gut wie alle verfügbaren Pegelmesswerte weltweit berücksichtigt. Besonders interessant ist, dass nur 7% aller Pegelwerte überhaupt einen Anstieg verzeichnen. 4% zeigen dagegen fallende Werte. Einzelne Pegel können durchaus erheblich schwanken, bis 10 mm pro Jahr steigend oder fallend, sind keine Ausnahme. Es gibt aber doch auch noch Satellitenmessungen. Was sagen die denn? Aus den Satellitendaten wird ein rund dreimal so großer global gemittelter Anstieg angegeben wie aus den Pegelwerten, nämlich 3 mm pro Jahr. Das ist reichlich rätselhaft. Solange der Grund für diese Diskrepanz nicht geklärt ist, traue ich den Satellitenberechnungen nicht. In Internetforen wird der Verdacht auf Manipulation bereits thematisiert. Warum bist du so misstrauisch? Die Satellitenwerte, die werden von wenigen Spezialisten herausgegeben. Über das Berechnungsverfahren ist mir keine detaillierte Facharbeit bekannt. Die Pegelwerte dagegen, die gehen durch die Hände von Zehntausenden und das Berechnungsverfahren ist, wie ich dir schon gesagt habe, detailliert publiziert. Wo Irrtümer oder gar Manipulationen wahrscheinlicher sind, das kannst du dir selbst beantworten. In der Fachliteratur finde ich zur Diskrepanz zwischen Pegel und Satellit bis jetzt auch nichts. Unabhängig davon zeigen aber weder Pegel noch Satelliten eine Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs. Übrigens bedeuten 1 mm pro Jahr 10 cm pro Jahrhundert und das ist wahrlich kein Grund zur Panik. Also habe ich dich richtig verstanden, dass die von den Medien und der Politik geforderte CO2-Einsparung auch keinerlei Auswirkungen auf die globale Veränderung der Meeresspiegel hat? Da hast du recht, Anton. Ausgerechnet die am stärksten betroffenen Holländer sehen das Problem am gelassensten. Sie kennen ihre Pegelwerte und kümmern sich um ihre Deiche, aber nicht um die Rettung der Welt. Aber du, wir haben jetzt schon so lange geplaudert und ich muss allmählich gehen. Was hältst du davon? Wir können uns ja gerne mal wieder treffen. Ja, super Idee. Wann hast du wieder Zeit? Auch dann wird Anton wieder viel Interessantes erfahren.